Wir waren auf Stimmenfang auf der 51. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie. Du hast dich schon immer gefragt, auf was wir als Sportpsychologen bei unserer Arbeit nie verzichten möchten? Das und vieles mehr siehst du jetzt. Professionell, theoriebasiert und leidenschaftlich. Mentale Stärke. Rollenkonfusion. Selbstbewusstsein. Wille. Spaß. Soziales Miteinander. Performance, the whole person and excellence. Leistungsoptimierung, Entspannung, Mentaltraining. Dass Athleten auf der Couch liegen müssen, wenn sie betreut werden. Rote Couch. Es gibt die rote Couch. Wir haben keine Couch dabei. Ich muss mich auf die Couch legen und von meiner Kindheit erzählen. Sport Psychologists will read your mind. Dass wir uns um psychiatrisch Erkrankte kümmern. Ja, definitiv die Verbindung mit Krankheit, psychischer Krankheit. Empathie, gegenseitiger Respekt und ein gemeinsames Ziel. Ich hatte Vertrauen schon angesprochen, das würde ich auch wieder sagen. Unbefangenheit. Gegenseitiger Respekt und eine positive Zielorientierung. Beziehungsbildung, Auftragsklärung und Schweigepflicht. Eine Sprache. Empathie, Kongruenz, Akzeptanz. Die Beziehung. Das persönlich ist. Ja, vertrauensvolles Miteinander. The most important thing is the relationship. Vertrauen, Authentizität, Glaubwürdigkeit. Also am Anfang war ich da skeptisch gegenüber, wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Und dann bin ich mit einem Sportpsychologen zusammen und habe das Potenzial dahinter erkannt und würde sagen, dass das noch sehr stiefmütterlich behandelt wird und dass es ein Riesenpotenzial, besonders im professionellen Sportbereich, hat. Das bedeutet, dass ich an meiner persönlichen Weiterentwicklung arbeite und das ist für mich ein Puzzleteil meiner gesamtsportlichen Leistung. Es ist cooler, als es klingt. Wir sind keine bloßen Leistungsoptimierer, sondern es geht um eine gesunde Leistungsoptimierung. Kommt mit euren Fragen zu uns, stellt Fragen und wir bemühen uns um Antworten. Es ist ein Potenzial, das ihr nutzen solltet, wofür man sehr profitieren kann, was einem Spaß macht. Es ist nicht einfach nur irgendwelche Tools und Tricks zur Leistungsverbesserung, sondern es ist sehr viel umfassender und tiefgreifender. Habt Mut, der Kopf steuert sowieso alles. Und wenn ihr so viel trainiert im körperlichen Bereich, dann lohnt sich ein Teil des Trainings auch im Kopf. Auf die Tatsache, dass auch ich von Athleten lernen kann. Der Umgang mit den Athleten. Auf das Vertrauen, auf den Umgang mit den Menschen. Auf die Neugierde und den Kontakt mit Athleten und den Trainern und den Sport. Auf den persönlichen Kontakt mit den Sportlern. Also die sportpsychologische Auseinandersetzung im Ergebnis widerschlägt. Genauso wie jeden Tag trainieren, rausgehe, muss ich mir natürlich auch mit meiner Psychohygiene beschäftigen. Dass ich sozusagen alles auch mal loswerden kann, dass ich aber genauso nicht nur quatschen will mit dem, sondern auch was wirklich an die Hand bekomme, mit das ich arbeiten kann. Ich würde jedem raten, das einmal probiert zu haben, das einfach mitzunehmen, den Eindruck mitzunehmen und sich dieser, wie ich finde, sehr großen Möglichkeit, seine sportliche Leistung zu verbessern, sich nicht zu verschließen. Auf alle Fälle ist es ein Zeichen von Stärke, wenn man sich der Sportpsychologie widmet und dem auch genügend Platz und Raum gibt. Dass man es immer wieder erklären muss, warum es Sinn macht, wie es genau funktioniert. Den Ruf. People's worries about sports psychology and increase their willingness and interest in trying. Ich würde an jedem OSP einen hauptamtlichen Sportpsychologen haben.
Ich würde sie erstmal fragen, wie sie dazu kommen, was der Beweggrund ist und dann anhand dessen gucken, ob man sie vielleicht überzeugen kann. Seine Chance raus. Unsere Tür ist weiterhin offen. Informiert euch, geht auf uns zu und baut ein bisschen Ängste ab, indem ihr einen Austausch mit uns tretet. Wir bedanken uns bei allen Interviewpartnern und Kollegen für ihre Offenheit und Spontanität. Und wir sehen uns 2020 im Salzburg zur nächsten Tagung. Tschüss! Tschüss. Da kommt noch einer rein. Boing. Wir haben Krümel im Gesicht oder so. Ne? Für dich die Sportpsychologie als Sport. Warte mal, jetzt habe ich gar nicht aufpasst. Ne? Okay, noch das ist meine unfotogene Seite hier, aber gut. Oh, fuck.